Schön, dass du dabei bist bei deinem Podcast Erfolgreich Glücklich Sein. Wir sind Christina und Walter von Herz über Kopf, deinem Podcast, der dich dabei unterstützt, in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und wir haben heute ein ganz interessantes Thema. Wir haben immer interessante Themen, aber heute ganz besonders brisant, nämlich Fremdgehen, was tun, wenn es passiert ist. Also vielleicht kennst du das, vielleicht hast du das auch schon mal gehabt in deinem Leben oder vielleicht hast du gerade die Situation in deinem Leben, dass einer von euch beiden fremdgegangen ist und ihr jetzt echt wie vor so einer Wand steht und nicht mehr wisst, wie es weitergehen soll. Und ich kenne das aus meinem Leben, aus vergangenen Beziehungen glücklicherweise. Und deshalb ist es jetzt für mich in der aktuellen Beziehung, Gott sei Dank, eine Trockenübung, darüber zu reden. Allerdings in meiner Erfahrung keine Trockenübung mehr, sondern eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung. Und ich glaube, wir Frauen haben da auch nochmal ein anderes Thema mit, wenn das passiert ist. Egal jetzt bei wem, ob bei uns selbst, also ich jetzt fremdgegangen bin oder mein Partner. Ich denke, das ist für Frauen immer etwas anstrengender, das zu verarbeiten. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Ja, ich glaube, dass Frauen fremdgehen jetzt vielleicht auch eher aus so emotionalen Gründen oder dass dort einfach, wenn sie fremdgehen, wirklich oftmals einfach mehr Herz im Spiel ist. Nicht bei allen, aber doch bei der Großteil, dass dort wirklich emotionale Gründe dazu geführt haben. Und dass bei Männern kann es so sein, dass es einfach auch nur der Sex war oder die körperliche Lust oder einfach das der Rückwärtsgang nicht mehr reinging und es dann so eine Situation ergab und dann plötzlich weiß man gar nicht mehr, wie man da wieder rauskommt und ja. Das hört sich so ein bisschen nach Opfer an, finde ich. Ne? Ja, ich wusste ja nicht, wie ich da jetzt hätte rauskommen sollen. Ach, es tut mir wirklich leid, aber es ist halt einfach über mich gekommen. Also das würde ja all dem nicht entsprechen, was wir so sagen und lehren. Ich sage, es gibt einfach zwei Ebenen. Einfach diese emotionale Komponente, und die ist natürlich eigentlich noch viel wichtiger, sage ich mal, wenn sich eine Frau oder ein Mann plötzlich neu verliebt und wirklich dort eine ganz tiefe Verbindung spürt und plötzlich wirklich so einen, ja, einfach merkt, wow, das könnte auch mein neuer Partner werden, dann ist es, glaube ich, schon noch was anderes, als wenn es so aus einer, vielleicht mit Alkohol oder sonst wie auf einer Betriebsfeier oder was es alles so gibt, wenn das so passieren könnte. Ich glaube schon, dass man da differenzieren könnte, wenn man wollte, aber ihr merkt schon. Oje, ihr merkt schon, das ist ein ganz schön brisantes Thema und irgendwie hört sich das so ein bisschen nach Rausreden an, ich weiß auch nicht. Also ich finde, dafür gibt es eigentlich keine Ausrede und ich verstehe schon, was du meinst und ich glaube auch wirklich, dass Männer das nochmal ein bisschen anders sehen als Frauen und dennoch, wenn es passiert ist, ist es, glaube ich, wirklich eine Herausforderung, in einer Beziehung dann wieder schön und tief und nah zueinander zu finden, weil es, glaube ich, schon in der Frau das Vertrauen schwächt, was die Beziehung anbetrifft und sicherlich auch beim Mann zu einer Schwächung führt des Vertrauens. Und was ich ganz interessant finde, ist, wenn wir das einfach mal beleuchten. Wir haben ja auch oftmals Klientinnen und Klientinnen bei uns, denen das jetzt in ihrer Partnerschaft passiert ist. Und ich denke, es ist auch nochmal zu unterscheiden, ob das jetzt eine sehr langjährige Partnerschaft ist, in der die gemeinsame Sexualität vielleicht auch schon so ein bisschen eingeschlafen ist und es sowieso schon eine Distanz gab, oder ob es jetzt eine ganz frische Beziehung ist, in der sich beide noch nicht so ganz aufeinander eingelassen haben, oder ob es eine Beziehung ist, die jetzt vielleicht so ein paar Jahre schon läuft und eigentlich ganz gut ist und es dann passiert ist. Also da gibt es, glaube ich, so ganz unterschiedliche Stadien, in denen das geschehen kann. Und Fakt ist, zumindest für mich immer, dass irgendetwas schon da sein musste an Distanz, an Themen, damit es überhaupt dazu führen kann, dass eine dritte Person ja so viel Relevanz bekommen kann. Genau, und da sind wir bei den Ursachen. Warum ist es passiert? Und ich glaube, das ist für ein Paar total wichtig rauszufinden. Also wenn du gerade in so einer Situation bist, dann solltet ihr beide herausfinden, warum ist es dazu gekommen. Und es geht jetzt nicht sofort darum, einen zu brandmarken als den Schuldigen, sondern irgendwo auch mal die gemeinsame Situation zu betrachten und zu schauen, okay, ja, er oder sie hat dich betrogen, aber es gab eine gemeinsame Situation davor, die das möglich gemacht hat. Und meistens doch passiert sowas nicht einfach zufällig, sondern meistens in Situationen, wo eben die Verbindung zum eigenen Partner nicht mehr so toll da ist oder wo da wirklich irgendwo, ja, vielleicht eben keine körperliche Nähe mehr ist, vielleicht aber auch keine emotionale Nähe mehr da ist und plötzlich kommt ein Dritter ins Spiel, der plötzlich etwas
zeigt oder was man beim anderen plötzlich so attraktiv findet, was man vermeintlich in der eigenen Beziehung nicht mehr findet. Das heißt, es wird im Grunde von der dritten Person, die damit ins Spiel kommt, eine Sehnsucht bedient. Eine Sehnsucht in dem Menschen, der sich dann darauf eingelassen hat. Und da darf jeder ganz selbst ehrlich mal schauen, welche Sehnsucht bedient dieser Mensch? Und mit was verknüpfe ich jetzt diese Person? Oftmals stellen wir dann so Verknüpfungen her. Als ich das damals erlebt habe, auch selbst betrogen habe, war es so, dass ich in meiner Beziehung keine emotionale Nähe mehr empfinden konnte. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, gewertschätzt zu werden. Jetzt kann ich ganz selbst ehrlich sagen, dass ich damals diese Selbstwertschätzung auch selbst nicht in mir hatte. Das heißt, ich hätte Selbstwertschätzung erstmal entwickeln dürfen und konnte Wertschätzung vom anderen auch gar nicht wirklich wahrnehmen, weil diese Selbstwertschätzung in mir nicht vorhanden war. Das ist also schon mal ein Thema, wo man dann ganz selbst ehrlich hinschauen darf. Also mal gucken, warum habe ich mir jetzt diese Person eigentlich in mein Leben gezogen? Und was hat sie mir im Außen mal für kurze Zeit gegeben, was ich selbst noch nicht in der Lage war, mir zu schenken? Und oftmals projizieren wir ja das auch dann auf unseren Partner. Das heißt, wir wünschen uns von unserem Partner etwas, was wir aber selbst noch nicht mal in der Lage sind, uns zu schenken und wollen das vom Außen haben. Und es kann sein, dass der Partner das auch jahrelang versucht hat, uns diese Wertschätzung zu schenken. Und irgendwann hat er vielleicht sogar frustriert aufgegeben, weil er gemerkt hat, okay, das kommt ja bei ihr sowieso nicht an. Und ich glaube, so war das ein bisschen bei mir. Mir hat das also gefehlt und dann kam jemand vorbei und der fand mich ganz toll und das hat mir natürlich gut gefallen, weil sowas ja immer schmeichelhaft ist. Und ich glaube, da ist kein Mensch wirklich nicht empfänglich für, sondern das ist einfach schön, wenn da jemand vorbeikommt und er sagt mir dann all die netten Sachen, die ich von meinem Partner im Moment nicht mehr höre. Wobei natürlich dazu auch etwas geführt hat, dass ich den nicht mehr höre. Also da darf ich eben auch mal nachfragen, so bei mir selber, wieso sagt mein Partner mir diese Dinge nicht mehr? Anstatt einfach nur zu sagen, ja, der sagt die mir nicht mehr und dann ist halt er auch dran schuld und dann kann ich mich jetzt auch auf jemand anderen einlassen, weil mein Partner wertschätzt mich ja sowieso nicht mehr. Das sind dann so diese Schlaufen, die wir manchmal oder Schleifen, die wir manchmal so drehen und wo wir dann uns selber auch vielleicht ein bisschen belügen. Das erleben wir immer wieder auch in unseren Sitzungen, dass das dann heißt, ja, aber der andere, der ist da so liebevoll zu mir und er ist so viel aufmerksamer. Und dann frage ich halt schon immer wieder nach, ja, bist du denn liebevoll? Bist du denn aufmerksam? Was gibst du denn in die Beziehung hinein? Oder hast du dich auch schon längst zurückgezogen? Und dieser Satz, neue Besen kehren gut, den finde ich einfach immer wieder treffend. Ich muss es wirklich sagen. Ich finde diesen Satz so wahrheitsgemäß, denn ich habe es damals auch erlebt, dass ich mich dann eben auf diese neue Person eingelassen habe und irgendwann ließ auch da der Glanz nach. Also das Gold, das da so am Anfang so glänzte, war dann letztlich doch nicht wirklich golden. Warum? Weil natürlich auch am Anfang, das ist so diese Verliebtheitsphase, da ist alles so ein bisschen weicher und rosaner und die Wölkchen sind da und die Vögel zwitschern und es ist alles so spannend und auch so aufregend. Und natürlich ist das erstmal interessanter als der Partner, mit dem ich schon seit 20 Jahren zusammen bin. Aber es ist halt etwas, was auf jeden Fall vorbeigeht. Und das ist definitiv so. Egal, wen du triffst und wo du plötzlich meinst, oh, das ist jetzt mein Seelenpartner, endlich habe ich ihn getroffen, dann ist doch relativ sicher, dass da auch irgendwann ein Alltag einkehrt. Und die Frage ist natürlich, was erhoffst du dir in dem Moment von ihm? Und wir wollen heute in dem Podcast einfach mal ein paar Möglichkeiten aufzählen, die dazu führen, dass man eben so eine Hoffnung, eine Sehnsucht auf den anderen projiziert und sich eben abwendet von dem eigenen Partner und irgendwelche meist sexuellen Erfahrungen beim anderen sucht. Und eine Sache ist sicher auch, dass ich eben genau, dass die Sexualität eben auch nachgelassen hat und das ist auch ganz oft so, dass tatsächlich die Männer eben da eher auf dieser körperlichen Schiene unterwegs sind und plötzlich ist es einfach dieses Prickeln ist weg oder diese Begeisterung oder das der sexuelle Kontakt und Spannung. Es ist immer dieselbe Stellung und es läuft immer gleich ab und da kommt dann plötzlich irgendwie so eine Sehnsucht nach was Neuem und vor allem, wenn die Sexualität ganz einschläft. Und ich glaube, wichtig ist, wenn das passiert, dass sich nicht die Frau so unterbewusst sagt, na ja, dann soll er einfach mal im Außen ein bisschen gucken. Manchmal sagen das die Partnerinnen und Partner tatsächlich zu ihrem Partner, sagt, du, wenn du das brauchst, dann such dir das woanders. Aber das ist schon der erste Schritt zur Trennung, weil das kann nicht wirklich funktionieren. Viel wichtiger wäre, sich zusammen einmal
darüber zu unterhalten. Was ist denn eigentlich gerade? Wo haben wir denn noch körperliche Nähe? Oder warum ist denn die körperliche Nähe weggegangen? Vielleicht, weil die emotionale Nähe fehlt, weil dieser Kontakt fehlt, weil diese Verbindung fehlt. Was ich halt auch ganz wichtig finde, ist, dass man sich füreinander Mühe gibt. Also das ist etwas, was ich immer wieder merke, wenn man aufhört, sich füreinander zu bemühen oder umeinander zu bemühen, dann wird es echt doof. Dann ist natürlich von außen immer viel mehr Aufmerksamkeit zu bekommen oder es ist viel fancier als in der eigenen Partnerschaft, weil man dort einfach all das wieder hat. Das Prickeln kommt ja auch ein Stück weit dadurch, dass man sich bemüht umeinander, dass man sich füreinander schön macht, sich attraktiv hält, auch bereit ist, was hineinzugeben in die Beziehung. Also schau auch mal so für dich, gibst du denn diese Energie noch in deine Beziehung hinein oder hast du dich wirklich schon eher verschlossen als sogar möglicherweise deinen Partner, den du jetzt aber anklagst dafür, dass er sich von dir distanziert hat oder er dich nicht mehr so attraktiv findet oder er sich nicht mehr so bemüht. Wir sind da so schnell dabei, auf den anderen zu projizieren, anstatt auch mal auf uns selbst zu schauen. Also wo lenkst du deine Energie hin? Lenkst du sie noch in deine Beziehung oder lenkst du sie vielleicht längst aus deiner Beziehung hinaus in andere Bereiche hinein und investierst dort mehr an Kraft und Energie als in deiner eigenen Beziehung? Und damit meine ich nicht, dass du dich anstrengen sollst, sondern das darf spielerisch und leicht sein, das darf Spaß machen. Mir macht es Spaß, mich für Walter schön zu machen. Natürlich mache ich das in allererster Linie für mich, weil ich mich dann wohler fühle, auch in meiner Haut. Und da geht es eben auch wieder zum Thema Selbstliebe. Es geht darum, dass wir immer weiter auch schön auf uns selbst achten, uns pflegen und uns gut finden, uns attraktiv finden. Wir selbst in uns schon mal. Dann braucht auch niemand vom Außen zu kommen und uns das zu sagen, damit wir uns wieder erinnern, sondern wir erinnern uns täglich vor dem Spiegel schon selbst daran, dass wir einzigartig sind, dass wir schön sind auf unsere ganz eigene Art und Weise und dass wir das, was wir so mitgegeben bekommen haben, auch wertschätzen und pflegen und hegen. Ja, lustig, dass du das jetzt gerade sagst, weil heute Morgen hat gerade Christina zu mir so durch die Blume mal so eben gesagt, also ich könnte mir jetzt auch mal ein paar schönere Klamotten anziehen, aber ich finde es einfach, ich mag einfach meine kurzen Hose und meine Schlabber-T-Shirts. Natürlich ist es bei mir angekommen, ich habe gehört, okay, was will sie damit sagen, und jetzt darf ich halt einen Weg finden, der für mich okay ist und der zumindest uns beide ins Nachdenken bringt. Aber das ist immer so ein Weg. Versuche ich es für sie jetzt zu machen oder versuche ich mir einfach auch schöne Klamotten anzuziehen, die mir Spaß machen? Und was ist mein Style und stehe ich zu meinem Style und darf ich den haben, auch wenn er ihr nicht immer hundertprozentig gefällt? Also es ist immer so eine, wie so eine Art Gratwanderung von der Selbstaufgabe hin zu einem gemeinschaftlichen Sein. Und manchmal sind das auch so Verhaltensweisen, ob jetzt der Rülpser sein muss, wenn man seit 10 Jahren zusammen ist oder man hier einen Furz lässt mit einem Laut und genau. oder ja, die Tür bei Toilette offen lässt, wenn man da gerade unterwegs ist. Also die Frage ist ja wirklich, das würdest du ja bei einer neuen Partnerin nie machen. Und das ist halt auch das, was mich immer so dann auch triggert. Das sage ich ganz ehrlich. Also entweder ich habe da noch ein Thema mit oder es ist einfach etwas, was ich nicht so cool finde. Wenn ich so feststelle, dass auch beispielsweise Ex-Partner von mir, nachdem wir uns getrennt haben, plötzlich wieder abnehmen, wieder anfangen Sport zu treiben und dann auch wieder sich schick anziehen, dann denke ich mir so, ja, warum ist das eigentlich nicht in der Partnerschaft möglich gewesen? Was ist das, dass es dann plötzlich erst wieder relevant wird? Das finde ich ganz seltsam, diese Entwicklung, und die möchte ich an mir selber nicht sehen und erleben und die möchte ich natürlich auch in meiner Partnerschaft nicht erleben. Und ich erlebe das immer wieder bei Klientinnen, die zu mir kommen, die mir genau das natürlich dann auch erzählen. Die sagen, ja, und jetzt stell dir das mal vor, jetzt ist er auch bereit, eine Reise zu machen. Mit mir war er das nie. Jetzt macht er all die Dinge, die ich mir immer gewünscht hätte, und das ärgert einen natürlich selbst auch. Und ich frage mich wirklich, was das ist. Ich glaube tatsächlich, dass man sich dann erst einmal wieder auf sich zurückbesinnt. Und dass es einfach auch im Menschen leider verankert ist, dass er die Dinge, die in seinem Leben sind, erst dann so richtig wertschätzt, wenn sie nicht mehr da sind. Und das ist etwas, was ich für mich nicht mehr möchte. Ich möchte mir das tagtäglich bewusst machen, was ich an schönen Dingen in meinem Leben habe. Und ich möchte sie wertschätzen, weil ich immer wieder feststelle, wie schnell sich das verändern kann. Wir schlafen manchmal in den Tag hinein. Wir denken, all das, was da ist, ist ja so normal und es ist irgendwie schon so üblich geworden. Statt es wirklich zu bemerken, wie so ein Juwel, den wir bereits in der Hand halten, und diesen Juwel auch zu pflegen und zu hegen. Das, finde ich, ist eine ganz, ganz schöne und wichtige Eigenschaft, an die wir uns immer wieder erinnern dürfen. Und spannend ist ja auch, was
wenn dann tatsächlich eine, nehmen wir mal an, als Beispiel eine Frau, die zusammen ist mit einem Choleriker, der eher ignorant ist, rülpst und säuft und so sein Ding macht und sie schlecht behandelt. Und irgendwann ist sie bereit dazu und fasst den Mut und sagt so, pass mal auf, Schatzi, das war's, ich bin weg. Dann gibt's erstmal ein Riesentheater und dann plötzlich kommt so eine Metamorphose, dass dieser Mensch sich plötzlich völlig verändert, sich plötzlich für spirituelle Seminare anmeldet oder dann plötzlich sagt, ja, also, ja, was kann ich denn für dich tun oder wie können wir das wieder hinkriegen? Und plötzlich wird aus dem einen Extrem das andere Extrem. Und weil er plötzlich merkt, oh Mensch, wenn sie jetzt plötzlich weg ist, dann fehlt mir echt was. Und ich glaube, sowas sollten wir uns unbedingt vorher klar machen. Das heißt, es lohnt sich wirklich vorher schon darüber zu sprechen und diesen großen Knall, den manche natürlich brauchen, um aufzuwachen, sich aber vorher schon mal bewusst zu machen, sagen, okay, wie können wir das in unserer Partnerschaft anders machen, ohne dass es diesen Knall gibt und uns vorher schon respektvoll behandeln. Und das hat nicht nur mit ihm zu tun in dem Beispiel, sondern sie hat es ja wahrscheinlich 20 Jahre mitgemacht. Und sie hat 20 Jahre gesagt, oh, ich kann da nichts tun, ich kann mich nicht trennen, weil der wird sich tierisch aufregen. Und ich darf auch gar nichts sagen. Genau, ich darf auch gar nichts sagen. Und was passiert, wenn er mich dann schlägt? Ich kann das total verstehen, die Angst. Nur das, wenn dich dein Partner oder deine Partnerin schlecht behandelt, oder es kann erst in dem Moment aufhören, wo du sagst, stopp. So, und heute hast du mich das letzte Mal geschlagen. Oder schlecht behandelt. Oder schlecht, ja, aber das passiert ja auch. Also, es ist ja das, was am meisten Angst macht, wenn die Partner oder die Partnerinnen auch sehr aggressiv werden, und es sind nicht nur Männer, es werden auch Frauen aggressiv, und dass die Männer Angst haben vor ihren eigenen Frauen. Und es hört dann auf, wenn du zu dir stehst und sagst, stopp. Nie wieder. Und da in dem Moment kommt eine Energie in dir hoch, die plötzlich den anderen auch in seine Grenzen weist und wo er plötzlich merkt, oh Mensch, was mache ich hier eigentlich? Also es ist tatsächlich so, dass es eben nicht nur an dem Schuldigen, der fremdgegangen oder der sich schlecht behandelt, liegt, sondern es liegt auch daran, wie hast du die ganze Zeit auf ihn reagiert? Wie hast du dich auch behandeln lassen? Also genau. Es ist immer so eine Miteinander. Es ist eine Miteinander und gemeinsam kreierte Situation. Also wenn du jetzt betrogen wirst oder wurdest, was kannst du tun als der betrogen wurde? Du kannst dir erstmal ganz selbst ehrlich anschauen, wieso kam es so weit? Was ist vorher geschehen? Wo habe ich mich vielleicht schon länger zurückgezogen und mich auch abgegrenzt? Wo habe ich vielleicht selbst auch schon solche Fantasien gehabt und mich versucht, auf die eine oder andere Weise aus dieser Beziehung zurückzuziehen? Das finde ich schon mal ganz gut, sich da so den eigenen Anteil anzuschauen und dann eben so für sich zu überprüfen, ob euch noch etwas miteinander verbindet und ihr eine Chance seht, etwas zu verändern. Und sowas kann auch eine Chance sein, glaube ich. Wenn man einander betrogen hat, gibt es immer auch die Chance, daraus zu lernen und miteinander zu wachsen und weiterzugehen, indem wir eben auch ansehen, was wir da vielleicht noch nicht so richtig intensiv gelebt haben, nämlich eine gemeinsame, authentische und ehrliche Kommunikation. Auch die Sehnsüchte, die wir in Sexualität haben, mal in der Beziehung ansprechen. Wie oft habe ich hier Klienten sitzen, die mir sagen, ja, aber der hat endlich mal mit mir die Sexualität so gelebt, wie ich die haben will. Und wir haben an unterschiedlichen tollen Orten miteinander geschlafen und es war alles so aufregend und so abwechslungsreich. Und dann frage ich, ja, wieso hast du das denn nicht mit deinem Partner gemacht? Ach ja, der wäre doch dafür gar nicht zu haben. Ja, hast du das mal überprüft? Hast du das mal nachgefragt? Nee, das weiß ich. Ich kenne ihn doch schon so lange. Ja, von wegen. Ich glaube, dass da oftmals einfach nur Missverständnisse darunter liegen, dass jeder der beiden in der Beziehung selbst sogar vielleicht darauf Lust gehabt hätte, es aber nie wirklich offen und ehrlich angesprochen wurde. Und wir sagen das auch in all unseren Seminaren. Wir leben das immer wieder, dass Frauen wildfremden anderen Menschen in Seminaren viel leichter ihre eigenen Sehnsüchte in Sexualität berichten als dem Partner. Das finde ich immer wieder faszinierend, aber es gehört in die Partnerschaft. Das heißt, Sehnsüchte und Fantasien gehören in die Partnerschaft und dort ausgedrückt und nicht mit jemand anderem gelebt. Das macht keinen Sinn. Also dürfen wir uns auch da an die eigene Nase fassen und wirklich ganz selbstehrlich sagen, was wir uns wünschen, was uns nicht gefällt und wie wir es anders haben wollen. Also ich durfte das lernen. Ich durfte lernen, Walter ganz klar und direkt liebevoll zu sagen, dass mir das jetzt nicht gefällt und was mir gefällt und ihn da auch ein bisschen zu führen, weil tatsächlich jeder Mensch auch so einzigartig ist. Das heißt, man kann das nicht adaptieren von der letzten Partnerin zur nächsten, was jetzt schön ist für sie, sondern es darf immer wieder neu miteinander besprochen und erfahren werden. Und
Das ist das eine, also natürlich die körperlichen Bedürfnisse. Und manchmal wird aber auch Fremdgehen benutzt, um vielleicht um etwas zu verhindern, nämlich zum Beispiel zu viel Nähe. Das ist ja dieses berühmte Nähe-Distanz-Thema. Wenn mir diese Nähe mit einer Partnerin tatsächlich Angst macht, und wir haben das gerade neulich einen Bekannten erlebt, der eine ganz tolle Frau kennengelernt hat, super intensiv mit ihr unterwegs war und der dann mit seiner Ex ins Bett gestiegen ist und er sagte, ja, ich habe ihr das auch direkt gesagt und ja, ich stehe dazu. Und dann haben wir schon auch mal hinterfragt, ja, warum hast du denn das gemacht? Und könnte es nicht so eine Art Mechanismus gewesen sein, um dir diese neue Beziehung, weil das war eine sehr starke Frau und eine sehr kraftvolle Frau, vielleicht auch eine, die ihm ein bisschen Angst gemacht hat, ja, ein bisschen auf Distanz zu halten, wie so eine Art Notbremse zu ziehen, um nicht zu nah jemand herankommen zu lassen. Also wir nutzen oftmals unterbewusst diese Mechanismen wirklich auch, um Nähe zu verhindern. Und dann ist es auch so bei Frauen, das habe ich auch schon ganz oft erlebt, das kann natürlich auch bei Männern so sein, dass wir Langeweile ganz, ganz furchtbar finden. Ich gehöre auch zu diesen Menschen, die Langeweile wirklich überhaupt nicht aushalten können und darf mich immer wieder daran erinnern, auch mal Langeweile zu fühlen, ne, weil es einfach auch ein Gefühl ist. Und es gibt Frauen und sicherlich auch Männer, die Langeweile versuchen zu verhindern, indem sie Drama erschaffen. Also an all die Drama-Queens unter uns hier, auch ich gehöre leider dazu. Ich erschaffe auch manchmal Drama, damit es bloß nicht zu langweilig in meinem Leben wird. Ja, also wo bist auch du vielleicht auf dieser Spur manchmal unterwegs und darfst dir das ganz selbst ehrlich mal klar machen, dass du selbst Leid erschaffst, dass du Leid erschaffst in deinem Leben, nur damit es abwechslungsreicher und interessant bleibt. Und da können dann oftmals auch so Glaubenssätze drunter liegen wie, mir darf es nicht zu gut gehen oder ich darf nicht glücklich sein. Das sind natürlich unterbewusste Glaubenssätze, ne? Aber wenn die noch in uns sind, und das ist oftmals der Fall, öfter als du jetzt vielleicht glaubst, das ist ganz, ganz häufig eine der größten Erfolgs- und Beziehungsverhinderer, diese uralten, irgendwann mal als Kind beschlossenen Glaubenssätze von ich darf nur glücklich sein, wenn es allen anderen gut geht und mir darf es nicht zu gut gehen, weil wenn es mir zu gut geht, dann bekomme ich meine gerechte Strafe noch. Das war nämlich ein in mir schlummernder Glaubenssatz und der hat dazu geführt, dass ich immer wieder wirklich üble Situationen in meinem Leben selbst kreiert habe, damit bloß nicht hier irgendwie der dicke Gong noch kommt. Ja, jetzt haben wir doch einige Gründe genannt, warum es dazu kommen kann. Und der erste Punkt, wenn es passiert ist, ist sicher rauszufinden, warum ist es passiert. Und wenn ihr herausgefunden habt, dass ihr tatsächlich beide daran einen Anteil habt, dann seid ihr schon einen riesengroßen Schritt weiter. Warum? Es ist nicht nur einer schuld. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der wirklich weiterhilft, wenn du erkennst, dass du was damit zu tun hattest. Und wenn du das erkannt hast, dann ist, wie geht ihr jetzt damit um? Wie kannst du damit umgehen, dass du fremdgegangen bist, dass er fremdgegangen ist? Wie kann man verhindern, dass das ein jahrzehntelanger Prozess ist, bis man sich dann doch irgendwann trennt? Sondern klar, es ist wirklich etwas, was mit Vergebung zu tun hat. Das heißt, wenn was passiert ist, es nicht mitzuschleifen als Moralkeule die nächsten 20 Jahre. Ja, damals hast du ja. Das heißt also, der Partner wird gefügig gehalten und mit dieser Moralkeule immer wieder daran erinnert, was er denn damals alles Furchtbares gemacht hat. Und es wird im richtigen Moment herausgeholt, um ihn unter Druck zu setzen. Und das ist sicher keine gute Basis, um eine erfüllte Beziehung weiterzuführen. Also wenn ihr die Ursachen erforscht habt und ihr tatsächlich euch entschieden habt, weiter miteinander zusammen zu sein, was sicher ein Prozess ist, dann kannst du vielleicht wirklich sagen, okay, also ich vergebe dir. Was heißt Vergebung? Vergebung heißt auch, du hast es nicht alleine gemacht. Ja, du bist nicht allein der Schuldige, sondern ich erkenne, ich war mir daran beteiligt und ich lasse es los. Ich hole es jetzt nicht bei jeder Gelegenheit wieder raus, sondern ich lasse es los und ich richte meinen Blick in die Zukunft. Und das ist die Frage, ob du das kannst. Und auch wirklich mal so zu schauen, was verbindet euch? Was liebst du an deinem Partner? Vielleicht kann das auch wie so eine Wiedererweckung der Gefühle sein, dass du wirklich selbst ehrlich für dich mal schaust, okay, was verbindet uns? Was liebe ich an ihm? Was habe ich vielleicht auch selber lange Zeit schon nicht mehr gewertschätzt? Wo habe ich mich vielleicht auch so verhalten, dass es dazu geführt hat oder dazu kommen konnte?
und was kann ich jetzt für mich tun? Also wieder all die Themen zu dir zurückzuholen, die zu dir gehören und dir die anzusehen, das haben wir ja schon gesagt. Und dann auch wirklich zu gucken, will man gemeinsam weitergehen? Wie vereinbart man das dann? Dadurch, dass wir beide das schon in anderen Beziehungen erlebt haben, haben wir ganz klar für uns eine Entscheidung getroffen. Und zwar, dass wir natürlich flirten dürfen und dass wir natürlich andere Männer und auch Frauen attraktiv finden dürfen. Und dass es dennoch eine Grenze gibt, die wir beide nicht überschreiten wollen. Also die ich für mich nicht überschreiten will. Ich kann ja nicht für dich reden, sondern ich kann nur sagen, dass ich das für mich ganz klar entschieden habe, weil ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass mir das letztlich nichts gebracht hat. Und es gibt ja dann auch die Verfechter, die sagen, ach, das bringt doch, ist doch wunderbar, wenn man auch mit mehreren Menschen gemeinsam eine Beziehung führt und auch sexuelle Kontakte hat. Wir haben es für uns einfach ausprobiert damals und erkannt, dass es nichts bringt. Es ist einfach anstrengend, zumindest für mich gewesen, ja. Und es kann ja sein, dass du jemand bist, der das leben kann. Unsere Erfahrung ist, dass wenn so Dreiecks- oder Vierecksbeziehungen sind, dass immer mindestens einer darunter leidet. Also vielleicht nicht alle drei, aber dass mindestens einer darunter leidet und dass das manchmal ja einfach nicht langfristig glücklich macht. Und ich glaube sogar wirklich, dass dann da tatsächlich auch so Vermeidungsstrategien eine ganz große Rolle spielen in diesen Dreiecks- und Vierecksbeziehungen, dass da einfach Nähe-Distanz-Themen mit dabei sind und Ängste vor allen Dingen. Ängste vor Liebe, die Angst davor, verletzt zu werden, die Angst davor, verlassen zu werden. Und wenn ich mich auf mehrere Säulen stütze, dann tut es mir vielleicht nicht so weh oder ich lasse mich nicht wirklich so tief ein. Und ich kann wirklich aus meiner Erfahrung sagen, in dem Moment, als Walter sich ganz 100% für mich entschieden hat, sind wir auf eine ganz andere und wirklich tiefere Ebene miteinander gerutscht. Es hat sich auch in der Sexualität für mich nochmal viel mehr geöffnet und entwickeln können. Und ich bin sicher, das hätte sich nicht entwickelt, wenn er sich nicht klar für mich entschieden und ich mich nicht irgendwann auch klar für ihn entschieden hätte. Das war bei uns auch ein Entwicklungsprozess. Als wir anfangs zusammen waren, da war das auch noch ein bisschen mit diesem Nähe-Distanz-Thema gestückt oder bestückt. Da war das auch immer noch bei uns ein Nähe-Distanz-Thema, das wir hatten. Und wir durften das für uns selbst ehrlich ansehen und konnten dann immer näher zusammenkommen und immer tiefer miteinander eine Ebene eingehen. Und dadurch hat sich auch beim Sexuellen ganz, ganz viel nochmal verändert. Es haben sich wirklich neue Räume geöffnet. Weil du gerade sagst mit diesem Entscheiden, was für alle Männer oder auch Frauen, die sagen, boah, es gibt aber so viele wunderbare Männer da draußen, es gibt so viele wunderbare Frauen da draußen und ich treffe einfach so viele wunderbare Frauen und ich weiß ja nicht, wie ich damit umgehen kann. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass dieses Treffen von anderen Frauen etwas auch mit deiner Ausstrahlung zu tun hat. Seit ich mich wirklich dafür entschieden habe, keine Außenbeziehungen zu führen, auch nicht zu flirten, also auch jetzt flirten passiert mir gar nicht mehr, weil ich mich so klar entschieden habe, du ziehst diese Situationen einfach nicht mehr an. Es ist wirklich verrückt, aber mir sind früher ständig irgendwo Gelegenheiten haben sich eröffnet, wo dann plötzlich irgendwie so eine komische Stimmung in der Luft war. Warum? Weil ich das ausgestrahlt habe und die anderen, die dafür empfänglich waren, die haben das gespürt und schon kam so eine Connection zustande. Und ich glaube, dass es ganz, ganz viel damit zu tun hat, ob du klar bist, ob du deinem Partner treu sein willst oder nicht. Und wenn du eigentlich immer so auch ein bisschen den Selbstwert steigern möchtest durch diese Flirterei, und das tun ja die meisten, die eben so immer mit den anderen so ein bisschen flirten, die fühlen sich ja meistens ja auch nicht wirklich gut genug, sondern sie versuchen genau darüber, den Selbstwert wieder aufzupolieren, weil, oh ja, die findet mich jetzt attraktiv oder der findet mich jetzt attraktiv. Das heißt also, hat es auch mit einem Selbstwertthema zu tun und man flirtet und macht diese Betrügereien auch, um zu bestätigen, dass ich noch hübsch genug bin, dass ich noch geliebt werde, dass die Männer mich attraktiv finden oder die Frauen mich attraktiv finden. Also hat es ganz viel mit Klarheit zu tun. Was willst du wirklich? Entscheidest du dich wirklich für deinen Partner? Und vielleicht noch eine Sache, was machen wir denn, wenn wir so einen chronischen Fremdgeher an der Seite haben oder eine chronische Fremdgeherin? Ui, also aus meiner Warte gesehen, darf ich mich dann wirklich irgendwann fragen, ob ich das aushalte, beziehungsweise ob ich das so leben möchte. Und wenn ich für mich hoffentlich irgendwann so klar bin und auch so viel Selbstwert in mir entwickelt habe, dass das zu mir nicht passt, dann darf ich vielleicht tatsächlich auch in Liebe gehen. Ich denke, das ist so der Weg, der sich damals für mich gezeigt hat. Ich durfte das für mich erkennen, obwohl ich den Mann wirklich
sehr, sehr mochte und mit ihm ja auch schon einige Jahre zusammenlebte, durfte ich für mich ganz klar lernen, mich noch ein Stück weit mehr zu lieben als ihn und zu prüfen, ob ich mit so etwas gut umgehen kann. Und ich habe ganz deutlich gemerkt, dass ich es nicht kann, dass mein Herz mich sehr, sehr, sehr geschmerzt hat und bin dann gegangen. Ich glaube auch, dass es dann einen Punkt gibt, der wirklich was mit Selbstliebe zu tun hat, wo ich sage, nein, mein Schatz, so nicht. Und dann auch tatsächlich, selbst wenn er wieder auf allen Vieren angekrochen kommt oder sie, dass man dann erstmal auch einen Schnitt macht und auch sagt, nee, tut mir leid, also wir hatten das jetzt mehrfach durch und ich gehe jetzt meinen Weg und mach du dein Ding. Und ich glaube, dass selbst wenn ihr nachher wieder zusammenkommt, so eine Art Trennung in dem Sinne wirklich auch sehr, sehr wohltuend sein kann. Und es gibt ja auch eine Trennung in der Beziehung. Das heißt, dass du tatsächlich erstmal sagst, okay, wir machen wie so eine Art, selbst wenn ihr, ganz besonders, wenn ihr lange zusammen seid, auch sagt, so stopp, wir brauchen erstmal eine Auszeit. Einfach, dass man dann auch mal wieder zu sich kommt, auch mal wirklich das Ganze sacken lassen kann und auch mal schauen kann, bin ich bereit, dem anderen wirklich zu verzeihen oder auch meine Themen anzuschauen und dann auf einer neuen Basis neu zu beginnen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich fand auch damals, also als Walter und ich uns kennengelernt haben, da hatte ich gerade mal ausnahmsweise, ne, muss ich wirklich sagen, mehrere Eisen im Feuer. Das war bisher eigentlich nicht so sehr mein Ding. Und er hat mir dann eine ganz klare Ansage gemacht. Also er meinte dann ganz klar, du, pass auf, das läuft mit mir nicht. Also entweder du lässt die ganzen anderen schön sofort sein oder ich stehe halt einfach für dich nicht zur Verfügung. Und das hat mich echt beeindruckt. Ich dachte, wow, der ist ja sehr klar und der weiß genau, was er will. Und dann habe ich mal ganz schön sofort alle anderen Eisen fallen lassen und habe mich für diesen Mann entschieden. Und das war genau die richtige Entscheidung. Das heißt also, wenn du Kante zeigst, sag ich mal, wenn du zu dir stehst, das wirkt durchaus attraktiv. So ist es. Und jetzt nochmal, also verfassen wir nochmal zusammen. Es ist natürlich wirklich ein schwieriges Thema. Es ist jetzt passiert und es lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Bei dir oder bei deinem Partner ist es passiert. Was tun? Als erstes schauen, okay, warum ist der andere fremdgegangen oder warum bin ich fremdgegangen? Und was hat der Partner damit zu tun oder was habe ich damit zu tun? Was ist mein Anteil? Und wo können wir das auch für die Zukunft wirklich mal schauen, wie können wir unsere Beziehung auf eine neue Basis stellen? Und wir haben ein ganz tolles Buch dafür geschrieben, ne, um das jetzt mal kurz zu erwähnen. Täglich neu verliebt. Von uns 33 Chancen für eine erfüllte Partnerschaft. Wenn du dieses Buch nutzt für dich, wenn du es als Arbeitsbuch nutzt, du kannst dir das kostenfrei runterladen, dann das Arbeitsbuch, wenn du dir das Buch gekauft hast. Du kannst Meditationen dazu machen. Du kannst also quasi wie so eine Eigentherapie mit dir und mit deinem Partner gerne auch gemeinsam machen, um da rauszukommen aus dieser Falle. Genau. Und das Zweite sicher, wenn du dich entscheidest, mit deinem Partner weiter zusammen zu sein, wenn er dich betrogen hat, dann lass wirklich dieses Ereignis los, weil du schleifst es mit und du schleifst es auch in deiner Psyche mit und du hast wirklich beschwerst dich damit und die Beziehung. Und wenn du dich entscheidest, dann entscheide dich ganz und hol nicht diese Moralkeule ständig heraus, weil du wirst dich selbst damit belasten. Und wenn du dich wirklich entscheidest, dann geht das Risiko auch nochmal voll ein, dass er das nochmal tut. Okay, das ist nicht auszuschließen. Aber es ist einfach die einzige Art, um wirklich, wirklich glücklich zu sein mit deinem Partner, wenn du ihm nochmal dein ganzes Vertrauen schenkst. Und schau nach deiner Selbstliebe, schau nach deinem Selbstwert. Geh da weiter und komm immer mehr zu dir, sodass du auch wieder sichtbar bist. Manchmal ist es auch so, dass wir gar nicht mehr greifbar oder sichtbar sind für den anderen, weil wir uns so verloren haben. Und wenn du dich selbst so verloren hast und gar nicht mehr wirklich da bist, wie soll dich dein Partner treffen können? Wie soll er mit dir wirklich einen Kontakt haben können? Wenn du völlig mit ihm verschmolzen bist oder mit deiner Arbeit oder mit den Kindern oder mit dem, was dich im Moment ja doch weggezogen hat auch von dir selbst und auch von ihm. Also achte darauf, dass du wieder mehr zu dir kommst, dass du auf dich achtest, dass du dich pflegst und hegst und dich gut findest und immer mehr bei dir ankommst. Ja, wir hoffen, wir konnten dir eine kleine Inspiration geben zu diesem Thema und freuen uns natürlich auf deine Ideen, auf deine Fragen, auf deine Kommentare und würden uns sehr freuen, wenn du diesen Podcast positiv bewertest auf iTunes und schreib uns auch Ideen für weitere Podcasts. Schreib uns Dinge, die dich bewegen, weil dieser Podcast ist für dich da und wir geben unsere Impulse dann gerne weiter. Und wir wollen uns einfach auch mal bei dir bedanken, weil du so ein treuer Zuhörer bist, so eine treue Zuhörerin und wir einfach es lieben, für dich dann auch weitere Podcasts zu produzieren. Ich muss wirklich sagen, das macht mir so eine Freude und so einen Spaß zu wissen, dass du
sie hörst und dass du sie auch gerne mitnimmst in dein Leben, um deinen Strahlen immer mehr in das Leben zu bringen. Und mit deinem Strahlen bewegst du wieder andere Menschen und förderst auch wieder deren Strahlen. Und das finden wir einfach wunderschön. Dafür sind wir in dieser Welt, um uns miteinander zu unterstützen und weiterzugehen auf diesem Weg, diese Welt zu einem schöneren und noch strahlenderen und besseren Platz zu machen. Also danke ich dir dafür, dass du immer an unserer Seite bist, dass du uns begleitest, und freue mich darauf, dich irgendwann sogar vielleicht mal persönlich zu treffen auf einem unserer Seminare. Du findest uns überall in Deutschland, Fuerteventura, Ibiza. Also schau einfach mal auf unsere Homepage vorbei, www.herz-kopf.com, und lass dich inspirieren zu weiteren, vielleicht tiefer gehenden Seminaren. Bis ganz bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.